Guten Tag, liebe Besucher von Neothesis. Mein Name ist Frank-Ulrich Fricke und ich bin Professor für Gesundheitsökonomie an der Georg-Simon-Ohm-Hochschule in Nürnberg und lehre darüber hinaus Mikroökonomie und Mathe für Wirtschaftswissenschaftler in unserem Bachelorstudiengang International Business sowie Public Sector Economics in den Masterstudiengängen. Heute möchte ich eine Frage loswerden, die nicht aus meinen Kerngebieten stammt, sondern aus einem Gebiet, in dem ich mich eher als interessierten Laien verstehe. Mir geht es heute um die Integration verhaltensökonomischer Ansätze in die Lehre, insbesondere in die Lehre an der Fachhochschule. Der Homo economicus der vergangenen Jahre hat gelitten und erheblich an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Dies nicht erst nur seit der Finanzkrise. Im neoklassischen Ansatz mit dem Homo economicus als Verhaltensmodell handeln die Individuen rational, sie verfolgen eigennützig ihre Ziele und formulieren Präferenzen, also Rangreihen von Aktivitäten und Objekten. Und ihre Entscheidungen spiegeln diese Präferenzen wider. Diese Präferenzen müssen bestimmten Anforderungen genügen, damit man damit arbeiten kann. Allerdings werden diese Präferenzen eben nicht mehr auf die psychologischen Grundlagen menschlichen Verhaltens zurückgeführt. Diese spielen im neoklassischen Ansatz keine Rolle mehr. Die Verhaltensökonomie will die Erklärungsfähigkeit und die Prognosefähigkeit der ökonomischen Theorie verbessern, indem sie die psychologischen Grundlagen menschlichen Handelns in die Theorie, in die ökonomische Theorie integriert. Dazu verzichtet sie auf Annahmen wie die Annahme, dass wir Menschen rational handeln und unsere Ziele eigennützig verfolgen. Die Verhaltensökonomie geht davon aus, dass wir Menschen irrational handeln und das durchaus systematisch. Sie sucht nach diesen systematischen Abweichungen vom rationalen Verhalten. Sie versucht, diese Abweichungen zu beschreiben und auch empirisch zu messen, wann und wie und unter welchen Umständen es zu solchen Abweichungen kommt. Wer sich dafür interessiert, findet einen relativ leichten Einstieg über Literatur, wie etwa von Dan Ariely oder Daniel Kahneman, die es inzwischen auch in die Bahnhofsbuchhandlungen geschafft hat, trotzdem aber einen wissenschaftlichen Hintergrund hat, nämlich die Verhaltensökonomie. Die Verhaltensökonomie fragt, welche Auswirkungen hat systematisch irrationales Handeln? Und sie fragt darüber hinaus, was wir tun können, um diese Irrationalitäten in Anführungsstriche abzustellen, wenn wir dies wollen. Denn die Frage danach, wie wir irrationales Verhalten vermeiden können, setzt natürlich voraus, dass wir rational handeln wollen. Und nur wenn wir dies zum Ziel haben, macht es überhaupt Sinn, sich um systematisch irrationales Verhalten Gedanken zu machen. Die Verhaltensökonomie ist an und für sich bereits ein etabliertes Fach, aber ihre Erkenntnisse haben aus meiner Sicht bislang wenig Einfluss in die traditionellen Unterrichtsfächer oder Lehrgebiete wie die Mikroökonomie und die Makroökonomie, aber auch in die wirtschaftspolitischen Fächer gehalten. Wir lehren nach wie vor die neoklassischen Themen. Wir bauen in der Regel auch nicht verhaltensökonomische Erkenntnisse ein. Sie kommen vor, aber dann wirken sie zumindest bei mir in der Veranstaltung mitunter wie ein Exkurs und nicht wie das Aufnehmen neuer Erkenntnisse in die klassischen Fächer. Mir fehlt also diese Übertragung der Erkenntnisse der Verhaltensökonomie in die Mikro- und Makro- und auch in die Wirtschaftspolitik. Natürlich gibt es schon heute Vorlesungen, Seminare zur Verhaltensökonomie in München, in Dresden, in Bayreuth, an vielen Hochschulstandorten und es gibt auch Studiengänge, die sich mit verhaltensökonomischen Fragen oder den dahinterliegenden
psychologischen Grundlagen beschäftigen. Aber was mir eben fehlt, ist die Integration in die traditionellen Lehrgebiete. Wenn man sich die Gliederungen anschaut, dann ist es schwer zu erkennen, wo dort Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie ihren Einzug gefunden haben. Daher auch meine Fragen. Was können wir tun? Wie können wir die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie in die traditionelle Lehre von Mikro- und Makro- und wirtschaftspolitischen Fächern integrieren? Welche Folgen hätte diese Integration für die Lehrveranstaltung, auch für die Lehrformen? Wir haben in der Verhaltensökonomie stärker Experimente, Alltagsbeobachtungen, die dort eine Rolle spielen, aber auch randomisierte, kontrollierte Studien. Und wie bekommen wir diese Methoden integriert? Zu diesen Fragen freue ich mich auf Kommentare, Beiträge dazu, aber auch kritische Anmerkungen und bedanke mich schon jetzt herzlich für alles, was ich auf Neothesos dann finden werde. Dankeschön.